So, ich drücke erstmal auf den Knopf und dann verschiebe ich das hier. Dauert ja meistens eh, bis einer kommt. Ist mein Internet eigentlich vorhanden? Habe ich Internet? Hm. Da, ah! Oh, gut, die KI ist da. Alles klar. Okay. Dann kann nichts mehr schief gehen. KI ist da. Wie wunderbar. Ton ist auch da. Okay, sehr gut. Thomas, hallo. Krüsch ist da. Exi, hallo. Obi, One. Chromosom. Kalle, Taylor, Angelo. Oh, Angelo, Angelo, du bist heute vor genau 15 Minuten zweimonatiges Member, oder? Ja, sehe ich doch. Sehe ich doch. Boah, ich habe mich gerade zu Tode erschrocken. Ich sitze hier, es ist alles total leise. Habe meine Kopfhörer auf, guck so, okay, Kamera ist an. Ne, was man dann so macht, hier noch ein bisschen tippen und ein Thumbnail und schauen. Und dann ist jemand VIP geworden. Wer war es denn eigentlich? Tilbo. Tilbo ist VIP geworden. Ich weiß nicht, ob Tilbo sieht das jetzt vielleicht gar nicht. Und es ist selten, dass außerhalb von Videos jemand VIP wird, Alter. Aber dann hast du auf einmal die Musik so laut auf dem Ohr. Alter, ich habe mir richtig einen reingelunzt, glaube ich, in die Hose. Aber so schnell, ich hatte jetzt keine Zeit mehr zum Wechseln vorher. Guten Abend, Kendall. Hallo, Lukas, Toxic. Hallo, Sören. Was haben wir denn hier? Das machen wir jetzt erstmal zu. Lautsprecher, Kontrolle machen wir auch mal zu. Lautstärke, Mixer lasse ich mal offen, weil man weiß ja nie, wir spielen ja immer merkwürdige Spiele. Leute, ich habe nicht mal Steam an. Was ist mit meinem Leben nicht in Ordnung? Table Manners Part 2. Die Table Manners Part 2 Geschichte erzählt, als du zur Tür gegangen bist. Ach so. Ja, witzige Geschichte. Wir hatten neulich die Polizei im Haus, weil H&M. Meine Frau hat irgendwann letztes Jahr im November bei H&M irgendwas mit Karte gezahlt und das ist anscheinend nicht abgebucht worden. Und anstatt, dass sie wie normale Menschen irgendwie einen Inkassobrief schicken, nein, schicken die zwei vollbewaffnete Streifen Polizeibeamte vorbei, um uns zu erläutern, dass sie wegen Betruges angeklagt wurde. Richtig geil, H&M, super Move. Muss ich also nicht nur das, weißt du, okay, den 44-Cent-Brief, so, ey, sie schulden uns noch, ich weiß, 52 Euro oder so, bitte überweisen sie die, wäre ja kein Problem gewesen, so, ne? Aber die massive Umweltverschmutzung und der Einsatz dieser Beamten war jetzt so unnötig, ne? Also, Leute, ich habe selten in meinem Leben unnötigere Dinge erlebt. Vor allen Dingen wegen so einer Summe. Ich wollte jetzt nicht 56 Euro Kleidung kaufen und die dann für 50 Euro bei Kleinanzeigen verdrücken, um mich dann nach Thailand abzusetzen. In Thailand komme ich mit 50 Euro vielleicht länger zurecht als hier, aber dahin komme ich damit auch nicht. Also, richtig geil. Richtig geil, Leute. Also, ne? Ein einfacher Brief wäre echt einfach gewesen. So, müssen wir erstmal mit Beamten klären, ob da nicht Fluchtgefahr vielleicht sogar besteht. Ne? Ich meine, es kann ja mal passieren so. Und dann schreibt man einen Brief so, ey, da ist irgendwas schiefgegangen oder so. Nein, aber gleich wegen Betruges. Und dann noch zwei Beamte in einem Polizeiauto. Geil. Die könnten richtige Verbrecher jagen, aber sie müssen eine Frau, eine Hausfrau, ne, keine Hausfrau, eine arbeitenden Frau mit über 30 eröffnen, dass sie eine Betrügerin ist. Und vielleicht wird die Todesstrafe auf sie warten. Vollbewaffnete Schuldenpolizei. Ja, das ist doch echt lächerlich. Also wirklich, was denn mit unserem Justizsystem falsch? Ich weiß, dass da einiges schief geht, aber das, also wenn ich jetzt als Justizsystem einen Brief kriege von H&M oder einen Anruf, wo drin steht, ja, da schuldet uns jemand 50 Euro, dann sage ich doch, ey, ja, wollt ihr nicht vielleicht erstmal da anrufen und fragen, was da schiefgegangen ist? Und wenn sie sich dann vehement wehren und sagen, nein, du Schwein, du kriegst mein Geld nicht, dann kann man ja vielleicht noch. Da gibt es doch Inkasso-Unternehmen für und so. Da gibt es doch Leute, die sowas beruflich machen. Ja, warum muss man denn das? Also, nee, Leute, ich stelle keine Fragen mehr.
Ich stelle keine Fragen mehr. Die Modepolizei. Die Modepolizei war da und hat gesagt, was ist das für ein Shirt? Ein schwarzes Shirt. Du Schwein. Hast du nicht Feingefühl, Straight Outta Feingefühl am Arbeitsplatz gesehen? Leute, ich habe ein neues Spiel, das heißt Chef. Wollen wir Chef spielen? Das hatte sogar am 13. Februar ein Update. Auf die 090. Okay, ich starte mal Chef. Was hätte ich denn gern für eine Auflösung? Auf jeden Fall hätte ich gern Fenster und Grafikqualität hätte ich gerne fantastisch. So, dann haben wir wenigstens schon mal was zum Spielen. Wisst ihr, was ich meine? Ich bin ja laut der Presseausdrücke, so, ich kenne das ja nicht, aber anscheinend nennt man das, was ich mache, Varieté-Streamer. Ich streame eine Vielzahl von verschiedenen Spielen. Ich bin nicht auf ein Spiel. Na, Chef spielt doch jeder mal. Ach, Thunfisch-Beule. Ach, du meine Güte. Lang nicht gesehen, doch wieder erkannt, ne? Trägt der Sack auch Falten, wir bleiben doch die Alten. Ha! Darauf erstmal ein Wasser mit Zitronenspritz. Freunde. Ah, so, wir warten mal. Oh, warum sind Indie-Spiele immer so laut? Oh. Warum sind Indie-Spiele immer so laut? Ich habe das in der Haupteinstellung, jetzt steht's auf 3. Von 100. 3. Ah, der Parax ist ja da. Na, hallihallo, habe ich noch gar nicht gesehen. Ach, der Fürstenoh habe ich auch noch gar nicht richtig gesehen. Das ist mir fast jetzt noch ein bisschen zu penetrant hier. Ja, neues Spiel oder was? Moment, ich muss doch mal eben hier... So, various Icons. Was wollen wir denn hier? So einen Kopf wollen wir haben. Oh, guck mal hier, das sieht gut aus. Bisschen wilderes Haar. Schwarz und käseweiße Haut. Gesichtsdetails. Alte Falten, die alte Omi. Wir nehmen hier so eine alte Oma. Ha, gerade fandet er sie noch heiß, ne? Und jetzt so, weiß ich nicht. So, eine pinke Hose. Gut, dass ich so viele Variationen habe. Gut. Starten wir das mal. Mein Ohr. Ich habe wieder Cockpit-Spray ins Ohr bekommen. Welcome to Chef. This is the city map. From here you will be able to rent your first restaurant. To begin, navigate the map using your mouse or pressing WASD. Okay, District and Stats and Mieten. Okay. Restaurant, kommerzieller Distrikt. Okay. Oh! Alter! Sergej, Junge! Das stimmt mit dir nicht! 20 Euro, Alter! Vielen Dank! Richtig geiler Scheiß! Richtig gut. 20 Euro. Mann. Und das auch noch. Am 20. Am 20.02.2020 spendet er 20 Euro. Mann, wenn es jetzt noch 20.20 Uhr gewesen wäre. Alter Schwede. Boah, knappes Ding. Es wird keine ewige Legende sein, deswegen leider. Tja. Aber ich war um 20.20 Uhr auch noch nicht online, glaube ich. Hättest du mal früher angefangen. Alter Schwede. Ach jo, der Residential. Was heißt es hier? Blue Collar, Workers, for Lunch und so.
Ja, wollen wir hier so ein Arbeiter-Lunch-Restaurant machen oder was? Ist das hier? Nee, cool, wir schauen mal, hier sind 1300. Wo ist denn hier? Wo wird denn hier richtig hart geknechtet? Oder was ist das hier? Ach so. Ah. Upper Class Families gibt es hier nicht so viele. Nee, ich würde schon hier gern in den Suburbs vielleicht. Gibt es Suburbs mit. Oh, nee, sind ja gar keine Arbeiter. Suburbs ist, glaube ich, eher so Fast Food Restaurant, oder? Families gibt es hier viele. Wie wär's mit so einem kleinen Familienrestaurant? Ja. Oh, Mandy ist ja auch da. Hi. Welcome to the world of cooking professional. Yeah. The time has come to set up your restaurant. Oder so ein bisschen sieht er so aus. Prepare yourself for a journey of endless shifts, annoying customers and press pro pra ta. Okay. Ich weiß nichts. Okay, auf der rechten Seite Opening Furnish Panel. So. The Furnish Panel. Finish the Tutorial. Need more decorations. Ich will keine decorations. Das Spiel heißt Chef. Was will denn das Spiel jetzt von mir eigentlich? Chefs at the top? Will ich doch gar nicht wissen. Open Panel. Welches Panel? Furnishing Panel. Wo ist es? Da. You need to place a counter. Once you are in the furnishing mode, search for a counter and click on the OK. Also, hier sind Tools und was ist das? Walls and Floors. Nee, wir wollen erstmal nur. Also, ich schätze mal hier vorne, das wird der Gastraum und das hier wird dann die Küche, oder? So wollen wir es haben. So, Counter. Simple stuff. Was ist Counter? Zum Stapeln oder zum Bearbeiten? Kann ich das drehen, das Ding? Right-click to rotate. Ah. So, gut. Preparations. Die Kaffeemaschinen? Nein, es wird keinen Kaffee geben. Das ist kein Diner. Warum muss da so ein Spalt zwischen sein? Ich will, dass das direkt Dum, 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 dum. Innen drin ist. Now you have a cooker. Frostodem, 2 Euro. Guten Abend euch allen. Ja, dir auch einen guten Abend. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Ah, und der Zelda ist wieder da. Okay. 6 Tables. Respective. Boah, guck mal, Oma, Großmutter, das Ding hier, es kostet 680.000. Wie viel Geld habe ich überhaupt? 6.000. Okay. Oder? Der kostet 220 Dollar. Ach, der kostet 680 Dollar. Ich dachte schon 680.000. So, Tables. We need tables for the customers. Now I have no tables. So, wir wollen natürlich die Familien anlocken. Wir wollen natürlich hier Familien anlocken. Platz hier in der Ecke gibt es immer. So. Dann hier, dann können die so ein bisschen rausgucken aus dem Fenster. Ja, hier neben der Küche direkt will ja keiner sitzen, oder? Aber mal hier ein bisschen rausgezoomt. Ja,
Jetzt die Frage, mache ich hier... Boah, die hätten dann hier... Das wäre schon ein sehr beliebter Tisch, ne? Da passen auch zwei hin. Die sollen sich mal nicht so einkacken. Okay, machen sie doch. Scheiße, kann ich das noch bewegen? Ja. Sieht jetzt noch nicht so geil aus irgendwie. Zu wild? Wie, was ist zu wild? Ihr seid wild. Manchmal seid ihr wild. Wooden Table. So, ich würde sagen, jetzt dann noch hier... Keine Ahnung, ey. Hier in die Ecke. Und runzigen. Den Einstieg hier ein bisschen leichter machen. Ja, direkt da vor der Küche ist auch scheiße. Ist alles scheiße, wie ich das jetzt gemacht habe wieder. Das ist mir egal. Die sollen gefälligst das machen und sich da hinsetzen, was ich befehle. So. Das ist mein Restaurant. Hier wird gegessen, wie ich das will. Now you have some tables. Feel free to add some more if you wish. Nee. What now? Now, you only need to place some decorations in your place. Every decoration item is a score of ambient associated with a single style. You can easily move your house over the various icons to learn about customers' preferences. Okay. You need your own decorations. Okay. Cheapskates. Whoa! Kein Kaffee, was? Kein Kaffee ist wie Ketzerei? Ja, ich weiß noch nicht. Es ist kein Diner. Zucki, Alter, in your face. Ins dein Gesicht, sagt er einfach. Vielen, vielen Dank, Alter. 20 Euronen. Was ist denn heute los? Der 20.02. heute, oder was? Was geht ab? Okay, warte mal. Wann müsste ich dann am besten streamen? Wenn das immer klappt, ab dem 30. Krasser Scheiß. Nein, Leute, vielen, vielen Dank. Danke für die Unterstützung. Richtig geil. Zucki, Alter, Frostodem, Sergei, Tilbo, der anonyme VIP. Und alle anderen Menschen auch. Vielen, vielen Dank. Kaffee ist nicht überall ein Muss. Ihr seid kaffeesüchtig. Lasst euch nicht von so einer kleinen Bohne beherrschen. Wie? Und die Küche reicht jetzt mit dem kleinen Tisch und dem einen Herd, oder was? Das ist doch keine Küche. Wie soll ich denn da... Was erwarten die jetzt von mir? Wo sind Decorations? Hier, Wanddekorationen. Ja, also als allererstes brauchen wir immer mal eine Uhr. Damit jeder auch sehen kann, hängt die jetzt draußen oder was? Wo hängt jetzt die Uhr? Ist das eine Uhr? Ja, schön ist sie jetzt nicht, ne? So, dann hier, guck mal. Das hänge ich euch hier hin. Habt ihr hier eine Vase am Tisch? Hier auch. Dann machen wir hier noch so, oh, so, guck mal, hier so ein ganz gemütliches Holzregal. Ja, guck mal, hier neben auch noch mal eins. Ach, hervorragend. Hervorragend. Ah, oh, wunderbare Dekoration. Oh. Modern. Ist das auch modern? Das ist alles modern. Oh, das ist mehr rustikal. Ja, dann machen wir doch hier so ein bisschen rustikal-moderner Mix. Was? Gut. Okay. Rezepte. Oh. Rezepte. Stuff Menu? Nee, ich will kein... Nee. Rezept Editor? Influence Editor. Wie, was? Ich will nur die Rezepte auswählen, Leute. Menu, da wollte ich hin. Was, ich habe mich angehört wie Frau Hansen von Werner? Null von 10 möglichen Punkten. Ey, ey, Zelda, jetzt starte nicht zu früh deine Yelp-Bewertung. Ich habe noch nicht eröffnet. Erstmal muss ich mein Menü mit Rezepten füllen. So, Roasted Onions and Cheese. Tortilla, das ist geil. Okay, dafür brauchen wir noch einen Ofen. Was ist das denn? Appetizer. Was für Appetizer? Was nehmen wir als Appetizer mit rein? Ja, was als Appetizer ist die Frage. Preis-Zeit-Verhältnis, da brauchen wir hier eher sowas hier. Hier, geröstete Onions in Käsesoße. Das klingt doch eigentlich super.
Warum ist das hier so? Ist es jetzt drauf? Kuchen? Das ist eine Quiche. Ist ein Kuchen eine Quiche? So. Guck mal, als Appetizer haben wir das hier. Ach komm, die Quiche packen wir auch mit drauf, oder? Kann ich nur einen nehmen? Ich kann die Quiche nicht nehmen, weil ich keinen Ofen habe, deswegen. Ja, aber dann kaufe ich doch noch einen Ofen. Fohne Sching. Ja, Sester. Wir müssen die Küche noch ein bisschen ausstatten, Leute. Ofen mit Steady Flame hier. Pack ich doch mal da in die Ecke ran. So. Small Kitchen Tools. Was ist das hier für ein Gerät? Ein Mixer? Mikrowelle? Schön die Mikrowelle. Man muss hier irgendwie alles immer so einen Strich von der Wand wegstellen. Das ärgert mich ein bisschen. Dadurch sieht das alles ganz komisch aus. Ne, aber die auch irgendwie nicht. Keine Ahnung. Und wo kann ich so ein Ding hier hinstellen? Mixer? Warum braucht ein Mixer ein eigenes? Ich hinterfrag das nicht mehr, Leute. Da, 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 da. So. Das sind Table-Bodendekorationen. Teppich. Nee, ich will keinen Teppich im Restaurant. Seid ihr bekloppt? Ach, guck mal hier. Ist ja noch so schöne Raumdeko. Ach ja, guck. Mal hier noch so eine Pflanze an die Tür stellen. Geht das? Oder hier? Kann ich die irgendwo da rein? Kann ich die nicht auf den Tisch stellen? Das ist ja blöd. Wanddekoration, Paintings. Oh, Van Gogh. $100 kostet das. So, damit hier die Aushilfen, wenn die reingehen. Ich wollte doch Küchengeräte. Was ist das hier? Ein Grill. Onkel Bobs Grill. Naja, das reicht jetzt erstmal, oder? Wir müssen ja erstmal klein anfangen. Wo sind die Rezepte hier im Menü? So, jetzt kann ich meine Quiche jetzt machen. Ja, siehst du, so. Butterpasta. So, Hauptgerichte, oder? Hier ist es Main, ja. Jetzt erstmal ein paar Hauptgerichte raussuchen. Was ist, das ist die große Frage. Gibt es hier Adermann? Ich würde sagen, italienische Pasta, oder? Oder gehen wir mehr so, Richtung Nudel oder hier Hühnchenbrust mit Salat. Dann Steak. Ich habe kein, ich habe kein Dings, okay. Hier Truthahn mit Zwiebel. Ja, Pasta immer, oder? Tomatenpasta mit drauf. So. Okay, gut zu wissen. Tomato, italienische Tomatopasta. Warum kann ich denn kein Grilled Steak, aber Steak und Potatoes? Na, dann nehmen wir halt Steak und Potatoes. So, jetzt würde ich sagen, noch so einen kleinen Call of Duty Salat. Und hier ein bisschen was mit Turkey. Das ist mit Fisch, Fleisch. Ja, dann brauchen wir natürlich auch noch den Pillemann-Salat. Ja, ich will gleich Leute einstellen, aber wir brauchen ja, was ist das denn? Eine Suppe. Ich würde sagen, wir bieten hier so eine ordentliche, irgendwas Stinkiges. Ist das vegetarisch? Das ist sogar vegan. Das will ich nicht. Das muss ich nehmen, okay. Dann bieten wir hier noch ein Süppchen an. Ja, ein paar Side-Ditches hier. Oh, Kuchen. Und, nee, Bananenbrot, was? Nee, Chocolate-Cookies nehmen wir noch dazu. Und ein paar Beverages hier. Discount-Soda.
Ein mysteriöses Bier brauchen wir auch. Eine Discount Cola und also Cola, Bier, Fanta, das brauchen wir alles. So, wir haben, also healthy sind wir nicht unbedingt, aber wir sind recht vegetarierfreundlich eigentlich. Gut, das ist jetzt nicht das, worauf ich hinaus wollte. Steak auf Ketchup. Ich hau dir Steak auf Ketchup. Das macht doch kein Mensch. Auf, zumindest nicht auf ein echtes Steak. Klar, wenn ich mir so ein billig Minutensteak aus dem Tiefkühler irgendwo hole, ja, da kann man Ketchup drauf machen, weil das kein echtes Nahrungsmittel ist. Aber wenn ich irgendwo hingehe und ich kaufe mir ein Steak, was, keine Ahnung, locker 30, 40 Euro kostet, dann mache ich da kein Ketchup drauf. So. Welcher Mensch tut das? Vielleicht, wenn man noch einen ganz guten Tag hat und weit sich aus dem Fenster hängen will, ein bisschen Kräuterbutter. Aber ansonsten gehört da eigentlich nur Pfeffersau drauf. Höchstens. Soll doch auch einen Eigengeschmack haben. So, ich muss einen Waiter. Ich brauche einen Moment. Ne, das ist mein Charakter. Steph brauche ich. Hier. Here we are. Yeah, Kamera is on. Und ist ein Steak schlecht? Quatsch. Ein Steak, ein richtiges Steak, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, ein T-Bone Steak kaufe, dann mache ich da keinen Ketchup drauf. Ich will doch das Steak, ich will doch den Steak-Geschmack. Sonst kann ich auch Esspapier nehmen und da Ketchup drauf, weil Ketchup macht alles so, dass es nur noch nach Ketchup schmeckt. So. Ich brauche einen Chef und einen Waiter. Sonst kocht nämlich keiner. Francesca. Oh. Hä? Kann ich... Haben die keine... Haben die keine... Naja. Naja. Und hier, Diane, stellen wir auch an. Guck mal, hier alles alte Omas. Irgendwie. Hier arbeiten nur alte Omas. So, wie komme ich hier raus aus dem Menü? Arbeiten die jetzt für mich? Irgendwie passiert hier noch gar nichts. Kann ich hier Start? Check the right side of the screen and this is the alerts. Two waiters. Warum soll ich two waiters hiren? Aha. Na komm, Dieter arbeitet hier auch noch. Was? Hier auch noch Policy Tees? Warum? Okay, here we are. Oh, Mann. Was? Kitchen Cleaning. Hail to the Redkin. Cockroach Protein Supplement. Oh Mann. Okay, also Sauberkeit gehen wir erstmal hier auf Mittel, oder? Küche, ja, gehen wir erstmal auf Protein. Ja, Toiletten müssen schon sauber sein. Also Typhus reicht, wenn die Leute keinen Typhus kriegen. Hier kann ich nicht machen. Skip Tutorial. Open the Restaurant. Survival Mode. Okay, Average. Das reicht eigentlich, oder? Flyer erstmal keine. Billboards auch noch nicht. Blog, Social Media ist noch nicht freigeschaltet. Okay, dann eröffnen wir. So. Play. Dann schauen wir mal, was passiert, oder? Restaurant ist geöffnet. Improve Customers. Serve Customers 15. Oh!
Da, sie stimmen. Warum stehen so viele vor der Tür? Kommt doch rein. Warum geht ihr in die Küche? Ach so, das ist das Personal. Das bin ich. Okay, habe ich eigentlich Zutaten? Das heißt zwei Carbs. Was bedeutet das? Ach, die empfängt hier die Leute an der Tür. Cool. Tisch für zwei haben wir auch. Oh, Spätzle. Zelda, Spätzle sind geil. Spätzle ist auch so easy eigentlich, ne? Das ist Mehl, Eier, Salz, hurra. Ist eigentlich jeder Nudelteig, ne? Nur wie man ihn dann weiterverarbeitet, macht eigentlich am Ende erst die Nudel. So, aber kein Mensch kocht gerade. Ich verstehe das noch nicht so ganz. So, die nimmt jetzt die Bestellungen auf. So, guck mal, Alter, die wollen aber alle schon hier essen. Gut, dass wir zwei Bedienstete haben. 18 von 24 sind besetzt. Ich würde gerne mal sehen, was passiert, ob die jetzt, ne? Ja, doch, da wird gekocht. Es wird schon zubereitet. Die Bestellungen sind eingegangen. Wunderbar. Ich habe halt jetzt auch noch keine Theke oder so, ne? Warum hat die kein Essen in der Hand? Sie hat unsichtbares Essen serviert. Los, nimm der Frau doch mal das Essen ab. Jawohl. Renn damit. Achso, dann bleibt alles stehen bei Furnishing. Floor Decoration, Room Decoration, Paintings. Ich wollte gerade gucken, aber... Ich glaube, das muss man alles erst freischalten, oder? Naja, dann lassen wir es erstmal weiterlaufen. Oh, mein Gesicht ist... Wer ist da unzufrieden? Was? Leute, ich mache das beste Essen in der Stadt. Unglaublich unhöflich, die Menschen. So, kommt rein, ist Platz für jeden da. Der sauft nicht schlecht. Oh, ich hab mega Durst. So, jetzt zur Eröffnung war ja noch was los, aber jetzt kommt keiner mehr, oder was? Leute, schreibt doch mal eine gute Bewertung für mich auf Yelp. Was ist denn hier los?
Menschen stehen den anderen Menschen und machen Sport. Oh. Ja, ich GmbH, weiß ich nicht, wann habt ihr bestellt? So, da wird zubereitet, da wird der Ofen benutzt. Jetzt ist ja gerade echt nicht viel los. Die eine Kellnerin guckt aus dem Fenster, ja, die andere steht hier oben, alleine in der Ecke. Fühlt euch nicht durch die Kellnerin belästigt, Jungs, ne? Ja, einfach essen. Die steht da nur so rum. Namens Jerry, namens Rambo. Siehste, da, das ist eine gute Bewertung. 5 Sterne. 5 Sterne für Kreis. Ha, da kommt wieder eine ganze Rasselbande. Ja, sicher, wir haben Platz hier. Setzt euch hier hin. Wie viel Geld habe ich denn jetzt? 3600. Kann ich irgendwo sehen, wie viel Geld ich schon gemacht habe? Da sind die Reviews. 100% very good. Oh, guck mal, hier bei Chef Advisor habe ich nicht so viel. Be one day it will be good. Here, I will visit again. Yusuf kommt wieder. Auch wenn Yusuf eine Frau ist. Sehr gut, Leute. Medium Hall, Medium Kitchen. Ja, nahe im Zentrum, ne? Und ja, wir sind jetzt nicht unbedingt die gesündesten hier in der Stadt, aber das wollen wir auch gar nicht sein, ne? Vielleicht muss ich das noch ein bisschen erweitern. Und zwar ein Grill. Ist das ein Grill? Nein, wo ist der Grill? Ist das hier der Grill? Uncle Bob. So, haben wir noch einen Grill. Und dann kann ich hier unten nochmal ins Menü gehen. Ich brauche Steak. Wir nehmen das gegrillte Steak noch mit auf die Liste. Deko, aber mehr Deko. Wir brauchen erstmal mehr Gäste. Ich finde, wir sind ausreichend dekoriert für Gäste zurzeit. Aber ich sehe gerade, wir haben nur so 4 Personentische, ne? Wir haben nur so 4 Personentische. Vielleicht besorgen wir uns noch hier so ein paar, ne, für die. Für die Pärchen, die wollen machen L'amour in die Ecke. So. Dann haben wir doch gleich wieder ein paar Tische mehr. Wisst ihr, dann kann ich später, ziehe ich einfach dann hier noch so einen Streifen Tische hoch und hier noch so einen Streifen Tische runter. Und dann machen wir richtig, richtig einen Adermann. Wisst ihr, was ich meine? Richtig, dann läppert sich das schon. Touristen freuen sich. White Collar freut sich. Vegetarier freuen sich. Veganer sind eher so, meh. Essensenthusiasten sind ganz schlecht drauf. Lower Class Family, ja. Keine Ahnung, was macht am Ende das Leben familienfreundlicher, ist die Frage.
Wisst ihr, was cool ist? Man sollte, als YouTuber sollte man seine Videos eigentlich mit so Sätzen wie: Okay, Google, zeig mir Bilder von Pferdegenitalien. Und damit herzlich willkommen zu... Nein! Nein, Google, tu's nicht! Weil genau das passiert dann, wenn die Leute es auf dem Fernseher gucken oder laut genug auf dem Handy. So, Freunde. Ich hab Siri. Siri, schicke alle Geschlechtsteilfotos, die ich von meinem Penis gemacht habe, bitte an meine Oma. Macht Siri sowas? Ja, die Leute essen, aber viel ist nicht los, ne? Vielleicht, warte mal, Menü, Policy, Flyer. Bisschen Flyer. Lower Class Family, aber gerade für die muss ich es ja eigentlich attraktiv machen. Wie bekomme ich Lower Class Families? So. Schauen wir mal, ob jetzt was passiert hier. Wie sieht's eigentlich, habe ich hier irgendwo einen Finanzplan, Ranking, Kalender? Wie, was ist? Warum bist du sauer? Ja, ich habe ja auch jetzt keine coolen Sachen, um mein Restaurant mal zu erweitern oder so, ne? Chefadvisor, Rezepteditor, Select the Template. Flavor 0, Skill 0. So. Wie Appetizer oder was? Ich möchte gerne hier so eine Fleischsuppe. So hätte ich das gerne. Fleisch in Schale. So, Fleisch in Schale. Das wird ein Hauptmenü, Leute. Wie kann ich das jetzt... Was bringt das? Ah. Wow, Alter. Okay, das ist mir echt ein bisschen... Karotten. Wo ist Fleisch? Da. Beef. Und Bacon. Sehr gut. Dann muss ganz viel Butter rein. Was ist das hier unten? Fatness. Okay. Und Parmesan muss auch rein. Guck mal, das hat nur 869 Kalorien pro Portion. Yeah, baby. Yeah. Nuss. Kräuter hier, na ja, toll. Basilikum. Hier, Pfeffer muss auch rein. Geizhals haut 2 Euro raus. Alter, cool. Richtig geiler Scheiß. Vielen, vielen Dank. Danke für die Unterstützung. Ketchup, sollen wir... Nee, oder? Guck mal. Ich Ketchup reinmache, steigt der Zuckergehalt extrem. Egal, wollen wir haben. Äh...
Wie kann ich das Ganze denn suppiger machen? Bier? Nee, aber... Oh, hier. Knoblauch brauchen wir auch. Knoblauch muss überall mit rein. Zwiebel muss rein. So, guck mal. Fleisch in Schale. Wir haben sogar die Fatness ein bisschen runtergekriegt. Egal, wir wollen... So. Open Stats Panel. Aroma-Matches hier. Minus 1 Ketchup, ja klar, aber ist mir egal. Skill Modifies habe ich nicht. Save. Ist es jetzt gespeichert? Kann ich das jetzt in mein Menü mit reinmachen? Das war ein Hauptgericht, oder? Wo ist Fleisch in Schale? Wieso kann ich Fleisch in Schale nicht verkaufen? Counter, Cooker. Ich brauche einen Counter und einen Cooker. Toll. Counter. Okay, warte, ich mache extra Platz für Fleisch in Schale. Fleisch in Schale wird hier produziert. So. Ein Fryer. Fryer. Wo ist der Cooker? Warum gibt es hier keinen Cooker? Was ist das? Ein Kühlschrank. Ein Mixer. Dishwasher, Blender, Dishwasher. Das sind alles keine Cooker hier. Ich brauche was zum Gucken. Steamer. Ein Grill, ein Fryer. Ha. Na, Cooker habe ich doch schon. Kann ich das jetzt herstellen? Ich will mein Fleisch mit Schale! Use a meat-tagged ingredient in high quantity. Ach so. Hier, ah, guck mal, 120 Gramm Beef. Ach, guck mal. Mehr Bacon. Moment, warum geht bei mehr Bacon der Geschmack runter? Mehr Butter? Oh. Vielleicht ein bisschen weniger Butter. Und ein bisschen mehr Parmesan. Ganz viel Parmesan. Und Knoblauch brauchen wir auch mehr. Ein bisschen mehr Pfeffer, ein bisschen mehr Basilikum. Ein bisschen mehr von was hier nichts. Ah, jetzt verstehe ich's. Speichern. So, jetzt können wir es doch hier einführen, oder? Fleisch in Schale, da ist es doch. Boah, Leute, Fleisch in Schale wird sich gut verkaufen. Das ist für die Pumper. Für die Pumper gibt's Fleisch in Schale. Bisschen mehr von der Geheimzutat. So, Freunde, Fleisch in Schale ist ab sofort bei Kreis erhältlich. Wer bekommt von euch ein Fleisch in Schale? Ist die große Frage. Seid ihr der Fleisch in Schale-Typ? Ich meine, da ist alles drin. Was kann an Fleisch und Karotten in der Schale schlecht sein? Ich esse heimlich. Teuflischer Plan. Noch nie hat es vorher ein Streamer gewagt.
Ach ja. So, guck mal. Da kommt eine ganze Rasselbande. Ja, tut mir leid. Ihr habt nicht genug Platz am Tisch. Ach so, doch. Guck mal, jetzt zur Abendzeit ist eigentlich richtig was los. Aber ich sehe die Leute nicht genug kochen hier in der Küche. Ja, jetzt wo ich gucke, ne? Jetzt wo ich gucke! Okay, Leute, achso, das ist der Ofen. Die Mikrowelle habe ich nur zu Dekozwecken gekauft. Benny, der Erste! Alter! Der Nummer 1 Fan! Er hat die Nummer 1 Fan Tanzkartoffel. Oder was ist das, eine Birne? Man soll es denken, es ist eine Birne. Aber vielleicht ist es auch nur eine angemalte Kartoffel. Vielen Dank, Alter. Benny haut raus. 10,99 im Superchat. Geiler Scheiß. Vielen Dank für die Unterstützung. Yeah, baby! Boah, Gratulation zu Fleisch in Schale von Toasty92. 2 Euro Support, Alter. Vielen, vielen Dank. Voll geil. Dankeschön. Aber Fleisch in Schale gibt's nicht für 2 Euro. Wieso hat Sven Probleme mit dem Stream? Was ist denn schon wieder los bei ihm? Was macht denn der immer? Was macht denn der immer? Der braucht einfach mehr Stream-Energie. Mehr Stream-Power. So, da kommen sie. Ah, doch, jetzt gerade schon ein guter Rhythmus drin hier. Da, 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 da. Lag? YouTube sagt nein. 40 Mbit Upload, was? Das reicht doch easy. Habt ihr einen Lag? Ist YouTube kaputt? Nein. Hier ist alles grün. Bei mir ist alles grün. Hier läuft alles flockig frischer. Hab ich aber Glück gehabt. YouTube, das ist immer so inselmäßig, ne? Oh, hier neue Bewertungen, neue Reviews. Yep, Never Surrender, sehr gut. Visit Again, sehr gut, sehr gut. Ha, so gefällt mir das. Warte mal. Neues Rezept. Salat. So. Grüne Blätter. Sachen. Grüne Blätter mit Sachen. So. Was machen wir da rein? Erstmal hier so das da zum Beispiel. Das ist grün. Brokkoli. Obst. Brauchen wir Obst? Nee, ist Quatsch. Zwiebeln. Tomate. Karotten. So, jetzt machen wir hier ganz viel davon. Und ganz viel Brokkoli. Und mehr Zwiebel und mehr Karotten. So. Da ist nichts, keine Nüsse. Sellerie. Das ist ja nur so für zwischendurch, ne? Pilze noch rein? Ja. Pilze noch rein. Ordentlich. Achso, hier. Was ist das hier eigentlich? Achso.
So, das verkaufen wir auch. Mein erster eigener Salat. Grüne Blätter mit Sachen. Ist alles drin, was die Welt braucht. Wird verkauft. Kulinarisches Superbrain. Die Musik dazu, geil. Das klingt schon wieder nach so Copyright. So, ey, Leute. Also, wenn jetzt mal... Ich sag's euch, wenn du hier in diesem Restaurant, du isst Fleisch mit Schale und danach du isst ein Fleisch in Schale und dazu grüne Blätter mit Sachen, ja? Wo kannst du, wenn jemand fragt, wo warst du heute, was hast du heute gegessen? Oh, ich war in einem Restaurant und hatte Fleisch in der Schale und grüne Blätter mit Sachen, ja? Hallo? Ich bitte euch. Ja, man merkt, dass Kreis nicht kochen kann. Mein Freund oder Freundin. Ich kann sehr gut kochen sogar. Ich spiele nur gerade ein Spiel und werde mich jetzt bestimmt nicht hinstellen und sagen, oh, 22 Gramm Karotten dazu ein bisschen. Das heißt, ich kann sehr gut kochen. Ich sag mal, ich kann gut kochen. Ich kann gut kochen. Ich koche auch gerne und gut mit frischen Zutaten. Und ich gebe mir sehr viel Mühe. Und schmeckt immer gut. Ich mache dir gerne auch ein paar Oldschool-Gerichte. Ja, original böhmische Knödel mit einem richtig geilen Gulasch. Boah, Alter, Junge, das kocht den ganzen Tag. Das kocht den ganzen Tag. Ja. Ich kann ja nicht wie die ganzen anderen YouTuber irgendwelche Kochboxen bestellen, die 50 Euro in der Woche kosten. Wasser heiß machen, was bin ich, ein Chemiker? Ja. Dauntless, Sascha, ich habe Dauntless früher mal gemocht, aber dann wurde mir Dauntless zu Fortnite-Grafik-mäßig mit zu viel kauf dir ganz viele Sachen-mäßig, wir zwingen dich nicht, aber und ja, das hat mir dann das ganze Spiel versaut, dann hätte ich lieber ein vernünftiges Spiel für 60 Euro gehabt, als dann wieder so ein Hin und Her. Hat er denn? Geschrieben hat er aber nichts. Streamt er denn noch, der alte Mann? Sagt nichts. Wie J-Draws lässt grüßen. Ja, und selber kommt er nicht. Der Erhabene. Kreis, das reicht jetzt. Ich gehe jetzt in die Küche und hol mir Gulasch aus dem Ach ja. Wisst ihr, im Notfall hätte ich auch immer noch meinen Bratwursttoaster. Ich kann keinen Kaffee anbieten. Es gibt keinen Kaffee in diesem Restaurant. Frag mich nicht, warum. Aber guck mal, die Leute sind incredible. Also es ist alles gut. Es ist alles gut. Ich muss ja jetzt mal so langsam... Muss aber... Wieso kriege ich auch kein Geld rein hier? Ich krieg doch Likes. Kriegt man nicht... Kriegt man... Ne? End of the day. Ach so. Cash Balance. Minus 6.000. Okay. Ah, so, gut geschlafen. Okay, be careful. Das Police Panel. Invest Money. Ja, weiß ich doch. Das weiß ich doch schon. Weiß ich doch alles. So ein Bratwursttoaster habe ich gesehen. Circa 100 Euro taugt der was. Ja, also, als das Ding damals rauskam, ja,
Als das Ding damals rauskam, hat der, die erste Version davon hat irgendwie zwischen 400 und 500 Euro gekostet. Das war völlig übertrieben und das war völlig, wirklich krankhaft übertrieben. Jetzt für einen 100er ist es immer noch teuer, aber, ja, du hast halt den Vorteil, dass es halt wirklich nach einer Grillwurst schmeckt und nicht nach einer Bratpfanne in fett gebratenen Bratpfannenwurst. Das schmeckt halt einfach, das sind völlig verschiedene Welten. Und du kannst theoretisch wirklich innerhalb von 5 Minuten, du packst halt eine Wurst rein, ne, drückst auf Start und irgendwann spuckt das Ding dir eine schön knackige Grillwurst aus und mit der kann man schon mal die Wurstlust befriedigen. Ja, und es schmeckt auch. Also ich kann mich nicht beschweren. Für einen 100er ist es ein cooles Gadget, sag ich jetzt mal. Das ist, man sollte es nicht jeden Tag verwenden, ne? Aber, du kannst das sicherlich auch in so einem Kontaktgrill machen, aber ich glaube immer noch, dass es immer noch eine andere Experience ist. Also das schmeckt dann schon nach ziemlich heißem Elektrogrill mehr. So. Also es ist immer noch, es schmeckt immer noch nicht nach Original Kohlegrill, das ist klar. Dazu fehlt halt die Kohle, der Rauch, das Aroma. Was jetzt aber auch bei einer 30-Sekunden Grillwurst nicht unbedingt super ins Fleisch zieht. Ne? So, da zieht mehr Schadstoff als Geschmack rein. Und deswegen, ja, also wenn man dann, ne, mal, dann, normale Würste, man kann nur gebrühte, also halt, ne, diese, dieser Bratwursttoast, im Endeffekt ist es eine Heizspirale, die, ne, und da ist eine Form gebaut, dass du halt die Wurst da reinschmeißt, diese Heizspirale drumherum, erhitzt sie dann halt von allen Seiten relativ gleichmäßig, je nachdem, weil Würstchen ja immer so leicht gebogen sind, hast du halt immer so ein bisschen. Aber das ist halt geil. So eine Bratwurst braucht halt die ein oder andere schwarze Stelle fürs Aroma, so, ne? Und wie gesagt, ja, also ich finde das Gerät gut. Ich kann da echt nicht. Also für mich ist das ganz geil, wenn ich dann wirklich mal Bock hab und du hast irgendwie eine Semmel übrig und noch eine Bratwurst irgendwo in der Ecke unterm Sofa liegen. Dann, und es dauert halt echt nicht lange. Es dauert natürlich mehr als 4-5 Minuten, ne, weil das Ding erst aufheizen muss. Aber wenn es dann einmal geheizt hat, dann kann man sich auch halt mal, wenn ein nachts um Mitternacht der Wurst-Jeeper packt. Ich meine, was ist der beste Mitternachtssnack? So eine Bratwurst ist schon heftig. Ne, so, dann würde ich eher so als Mitternachtssnack greife ich gerne mal zu so einer Beefy oder so, wenn mal eine da ist. Ne, es ist eher selten, aber wenn mal eine da ist, ne, oder halt mal so einen Kanten von der Salami abschwacken so und dann rein in den Mund, ne. Wie der Wursttoaster heißt, der heißt Wurster, glaube ich, von Severin. Hab ich weiß nicht, ob es noch andere Firmen gibt. Wenn ja, schaut auch gerne da an und vergleicht die Ergebnisse. Ihr müsst das jetzt auch nicht kaufen, Leute. So, ich kriege da kein Geld für, dass ich euch das erzähle. Es ist nur meine eigene Erfahrung, die ich mit diesem Gerät gemacht habe. Ich habe damit schon länger geliebäugelt und jetzt, wo es dann für den günstigeren Preis, sage ich mal, verramscht wurde, hat meine Frau mir den geschenkt und hat gesagt, hier, bitteschön, Gönnung, Brudi. Und ja, warum läuft die Zeit eigentlich nicht? Keiner sagt was. Welche Temperatur der hat, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass die Würstchen alle immer gut durch sind. Die Kerntemperatur ist erreicht. Der hat 2 Programme für dicke Würste quasi. Es gibt so dicke Barbecue-Style und so. Die sind etwas dicker. Und wenn er halt so ein... dann gibt es diese dünneren, weiß ich nicht, was sind das? Nürnberger oder keine Ahnung. Die kannst du... die sind auf jeden Fall immer gut durch und schmecken jedes Mal wie eine Grillwurst. So. Das ist Fakt, das ist so. Nicht wie eine Grillwurst, sondern halt, ne? Man muss natürlich Abstriche machen. Pizza übel verbrannt ist der Mitternachtssnack. Ja, was heißt kalte Pizza, wenn was übrig ist noch, ne? Kalte Pizza ist ein guter Mitternachtssnack. Oder halt einfach nur so eine Scheibe Mortadella oder Leona oder wie man das hier in Bayern nennt. Keine Ahnung, die haben ja für jeden Ramsch ein anderes Wort.
auf so einer ungetoasteten Scheibe Toast. Der Toaster erkennt nicht die Wursttemperatur. Er arbeitet einfach nach einem Schema. Dann, du kannst ja auch daneben stehen und gucken notfalls, wenn sie dir jetzt zu heiß wird. Aber dadurch, dass sie ja vorgebrüht sind, ist es ja eh egal im Endeffekt. Die sind auf jeden Fall, darfst du nur gebrühte Würstchen nehmen. Jetzt nicht so eine Mettwurst, eine grobe oder so, ne? Gebrühte Würstel rein und dann, je nachdem, ob es eine dicke oder eine dünne Wurst ist, 5 Minuten warten und dann die Wurst rausholen, in eine Semmel oder ein Brötchen stecken oder auch einfach nur so auf den Teller und enjoyen. So, guck mal, hier kommen ja immer mehr. Kommen ja immer mehr. Muss ich ja bald noch hier so einen Waiter einstellen oder was? Kalte Grillwurst. Ich kannte jemanden, wir haben früher so als, naja, wir waren so in dem Alter zwischen jugendlich und 20. Ja, irgendwo so. Es waren halt ein paar Leute, die waren schon volljährig und hatten schon einen Führerschein. Da gab es noch den einen oder anderen 16-Jährigen, der mit rumgehangen hat und so. Auf jeden Fall hatten wir jemanden so, der hatte eine Pommesbude, so eine kleine, aber auch echt nur so eine kleine Mini-Dorf-Pommesbude, so die sich im Endeffekt eigentlich überhaupt nicht lohnt. So. Und da haben auch ständig die Besitzer gewechselt. Auf jeden Fall haben wir da manchmal dann nach Ladenschluss noch so rumgehangen und durften dann immer so die restlichen Bratwürste futtern und sowas. Und irgendwer hat dann... ein Typ hat immer die Bratwurst mit Mayonnaise gegessen. Und ich habe erst, ich war skeptisch und habe gedacht, Bratwurst mit Mayonnaise. Aber Leute, das ist nicht so, also, es ist nicht so schlecht, wie es klingt. Für mich klang das erst so wie, oh, wieso soll ich Mayonnaise auf meine Bratwurst tun? Ah. Leute, ich kann irgendwie keine neuen Sachen freischalten, oder? Auch doch, so eine Wiener in der Mikro, zack, 20 Sekunden und dann... Geht klar. Oder halt auch kalt. Aber nicht, ich mag Wiener ja nicht so. Ich bin ja ein Freund der traditionellen Bockwurst. Eingelegt in ein leckeres, salziges Wurstwasser. Und die einfach direkt kalt aus dem Wasser raus und ab in die Schnauze. Ich komme aus dem Ruhrpott und so haben die Menschen dort gelebt früher. Ja, ich kann da nichts für. Kaiserschmarrn als Mitternachtssnack. Ja gut, aber als... Ist der dann schon fertig oder muss ich den noch machen? Michael, das ist die Frage. Der Tipp mit dem Salz im Kakao ist einfach zu göttlich. Ich meine, ja, sag ich ja. Sag ich ja. Salz bringt alles, was süß ist, nochmal so richtig in Schwung, Leute. Hoffentlich mache ich mal Plus an diesem Tage heute. Komm, wir drehen mal die Geschwindigkeit hoch. Schauen mal, was passiert hier. Guck mal, hier ist ja reges Treiben in der Hütte eigentlich. Hi, Nico. Schokolami? Was? Was ist los mit euch? Kann ich eigentlich sehen, wo sich meine Gerichte gut verkaufen? Also, welche Gerichte sich am meisten verkaufen? Stats. Earnings. Food. Bla bla bla.
Orders. Aha, okay. Tomato, Grilled Steak. Tomato Pasta, Roasted Onions, Chicken Breast, Grilled. Sag mal, bestellt denn keiner mein. Keiner bestellt Fleisch in Schale. Leute, ich muss Fleisch in Schale irgendwie. Profits? Wieso mache ich keine Profits? Serve today, null Profits? Wie soll ich Preise ein bisschen erhöhen oder was? Ich mache ja gar kein Geld. Oh. Soll ich mal alles ein Dollar teurer hier? Salat, überall. Die fressen mir ja sonst die Haare vom Kopf. Während die essen, mache ich das teurer. Während die essen. Was wird hier gespielt? Pandora Ente, wir spielen gerade Chef, ein Restaurant-Tycoon-Game, aber irgendwie passiert hier nicht so viel, deswegen spielen wir gleich wahrscheinlich was anderes. Nachdem ich ein bisschen meinen Hintern gelüftet habe, was ihr nicht sehen könnt. Achievement! Jawoll! So many! Jetzt haben wir endlich was verkauft. So, kann ich jetzt hier. Aber irgendwie stimmt das doch nicht. Ich hab da. Wieso mache ich keinen Gewinn damit? Also irgendwie passiert in diesem Restaurant ja nicht viel, ne? Ich dachte, hier entsteht jetzt irgendwie Panik, aber ich bin anscheinend einfach... Nenn es Viande en Cucul und die Hipster rennt in die Bude ein. Ja, das stimmt. So. Oh. Schon wieder minus 1000. Holy Lasagne. Okay, safe game. Oh. Ich muss hier raus aus diesem Spiel. Ja, es ist eher so mittel, das Game. Das ist eher so mittel. Zumindest jetzt gerade. So, schauen wir doch mal hier im Shop vorbei. Was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch? Da steht Gordon Ramsay vor der Tür. Wie wär's denn? Wir zocken mal das hier. Das habe ich vorhin mal kurz angetestet, aber dann war ich verwirrt. Und ich oh nein, das ist auch ein Indie-Spiel, das ist bestimmt super laut. Was habe ich? Staxel? Nee. Nee, ich habe mich neulich erst untersuchen lassen, sowas habe ich nicht. Warum sind diese Spiele immer so laut?
War Grafik auf vollem Pulle, ja. Chris holt sich eine Wurst und geht ins Bett. Oh Mann, ey. Warum? Ich sollte von irgendeiner Wurstfabrik bezahlt werden, ey. Ich treibe den Wurstkonsum in die Höhe. So, Leute. Aber das ist so ein Air Raid und ich kann gegen Flugzeuge, glaube ich, nichts ausrichten, oder? Research. Keine Ahnung. Ich probiere das mal ganz kurz. Weil hier kommen Flugzeuge und ich weiß nicht, was ich gegen Flugzeuge machen kann. Targeting ground, default aerial. Okay, easier. Left shift. Ah. Warum habe ich nur 3 Schüsse eigentlich? Okay, shit. Alter, die ballern mir den Turm kaputt. Der Turm muss leben. Okay, wo sind die Penner? Wo ist der andere hin? Okay, hab ihn erwischt. Okay. Was das für ein Monitor ist, wenn der 3440x1440 als Standardauflösung anbietet. Ein 3440x1440 Monitor. Ein ROG. Boah, keine Ahnung, wie der heißt jetzt gerade spontan. Tag 5. Wir haben Taurea befreit. Skyfall Lagoon, Frozen Wastes. Haben wir Kram für Research? Haben wir. Interceptor Control, Standard Structure. Control Structures deploy Interceptor Fighter Aircraft at every start. Sowas will ich vielleicht haben. Dann nochmal die Prime-Kanone ein bisschen upgraden. Okay, Skyfall, Frozen Dingsbums. Tech Search, Research, okay, weiß ich doch. Das ist so eine Art Tower-Defense-Game, aber, wow, also was ich in den Videos gesehen habe, da wird auf jeden Fall ordentlich rumgeballert irgendwann. Allerdings weiß ich nicht genau, wann das geschehen soll. Aber wir kriegen das schon raus. Wir spielen, wir spielen. Die ersten 3 Level habe ich vorhin schon mal allein gespielt. Okay, Moment, was passiert hier? Warte mal, wie kann ich jetzt... Das kostet alles Geld. Ich kann die gar nicht sehen. Hört auf mich zu schießen. Ich habe nur diese 3 Schuss immer. Wenn ich wüsste, wie das mit dem Bauen funktioniert in dem Spiel, könnte ich mich bestimmt verteidigen. Okay, aber bis jetzt ist es noch nicht so schwer. Der Wurstblinker, ja klar, ich Wurstblinker. So. Research. Kann ich noch was researchen? Ja, Chroma Plating. Plating, was? Artillerie Tourette. Oh, Tourette. Will ich haben.
Wann kann ich denn hier weitergehen? Achso, da brauche ich einen goldenen für. Im Moment habe ich keine goldenen Upgrade Points. Okay, Guardian Command plus 4. Okay, Beryllium wollen wir auch mehr. So. Oh. Pinefield, hier kann ich 4 solche Dinger holen. Davon habe ich 14. Hier bekomme ich 2, ja, gehen wir mal dahin. Ich würde jetzt gerne mal 250, es kostet im Game auch Kram. Also kann ich hier im Endeffekt gar nichts bauen, weil ich jetzt auch überhaupt keine Energy habe. Was kann ich denn hier? Kann ich 50 und 1. Das ist ein Tower-Slot. Standardstruktur. Raptor-Turret, Hydra-Turret. Okay. Druiden kann ich da auch. Wo kommen sie? Ach, da hinten. Oh, versteckt er sich da hinterm Felsen, der Lump. Krieg ich jetzt für die Gegner aktiv Energie im Spiel? Nee, 3 habe ich. Also im Moment kann ich nur meinen Turm benutzen. Ich kann überhaupt noch keine Einheiten bauen irgendwie. Obwohl ich schon mega viel für Einheiten geskillt habe. You must enter build mode. Habe ich doch. Aber bauen kann ich hier nichts. Wo bleiben die denn? Ach da. Friss das! Der Sound ist auf jeden Fall geil. Von den Geschossen. Die schießen. Die schießen. Schön nachladen. Was ist das? Wow. Okay, das Geschoss hat lange gebraucht. Warum sind die so schnell? Seid nicht so schnell. Wann ist mein Secondary wieder fertig? Bitte schnell. Danke. Oh oh. Komm schon! Schneller! Alter, die Raketen machen richtig Schaden. Komm schon! Geil. Okay, ich schätze, um mir Sachen zu kaufen... Moin, Lennox! Um mir Sachen zu kaufen, darf ich das halt nicht alles immer in Forschung stecken. Wobei ich ja im Moment... Oh, guck mal, hier gibt's sogar 2 goldene. Dann gehen wir doch mal dahin. Schauen mal, was wir hier rausholen können aus dem alten Wasteland, oder? So, Equip, Unlock, Prime Cannon, Secondary, achso, okay, nee. Da habe ich jetzt gerade eh noch nichts. Hier ist Rauch. Warte mal. Das kostet, nee, habe ich nicht. Guck mal hier. Raptor, Plasma Turret. Artillerie. Ich stelle mal hier ein Artillerie-Dings hin.
Artillerie kann ja nicht schaden, oder? Oh. Schießt meine Artillerie auch mal? Oder ab wann funktioniert die? Ah, okay. Noch jemand? Noch jemand ohne Fahrschein? Du da? Lebst du? Nein. Okay. Oh, oh, oh. Alter. Alter. Hört mit euren scheiß Raketen auf. Okay, mein Artillerieturm. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Komm schon, nachladen. Hier, du kannst das Ding fressen. Was? Als ob ich den nicht getroffen hätte. Nice. Richtig geil. Ah, oh, Blackleaf. Wieder keine Benachrichtigung. So, Research. Guck mal, hier hätten wir jetzt zum Beispiel 3 Sekunden Time Warp. Time Dash slowing down of all objects, hit objects for short. Prime Weapon. Achso, hier kann ich noch eine Prime Weapon jetzt freistellen. Okay, Moment. Das ist ein Struktur-Upgrade für den Superior Command. Okay, 2 Shells. Okay, habe ich meine goldenen Points ausgegeben. Okay, Guardian Draw jetzt nochmal so ein bisschen. Dann gehen wir wieder zurück. Hier gibt es überall einen davon. Hier gibt es 3, aber hier sind die Gegner schon. Mit Air Raid. Ist alles Air Raid. Okay, verstehe. Vor allen Dingen habe ich jetzt wieder... Puh, jetzt habe ich natürlich Air Raid. Und, hab kein Geld dabei. Super. Super, Air Raid und keine Kohle dabei. Oh, aber das Ding steht jetzt. Das bleibt? Okay. Oh, oh. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Shit, oh. Was macht der? Oh. Phoenix. Warum sind die so stark? Warum habe ich keine Luftabwehr? Okay.
Das heißt, Imperium gewinnt jetzt wieder an Boden, Leute. Imperium gewinnt an Boden! Ich bin leider nicht für Air Raids gerüstet. Okay, machen wir eine Invasion. Oh, hier gibt's... Nehmen wir davon noch, weil die gibt's immer recht selten hier, die... Oh, Pimmelfelsen! Ihr habt doch auch alle Dreck gesehen, seid doch ehrlich. So, Freunde, Targeting, Ground Targeting und Air Targeting. Ja gut, ich weiß nicht, wie man wechselt, danke. Mein Dings ist weg hier. Okay, es war auf jeden Fall schon mal klug, die Main Cannon wieder ein bisschen zu beglücken. Ey. Die Main Cannon bestücken ist gut. Was ich ganz geil finde, ist, dass halt auch Geschosse daneben gehen und so, ne? Das ist... Finde ich ganz geil gemacht. Dass das halt nicht so 100% akkurat ist, ne? Hier stehen Sachen im Weg, die mir nicht gefallen. Geh kaputt! Du. Oh oh, da wird was abgesetzt. Jetzt doppel! Komm! Bam! Okay, shit. Ich habe hier ein ganz anderes Problem. Toggle! Okay, noch geht's, Leute. Oh nein, das ist noch nicht nachgeladen. Nichts ist nachgeladen. Jetzt fall vom Himmel, du Arsch. So. Ich weiß nicht, was hier von Feinden... Was passiert hier? Geh kaputt. Alter, die besiegen mich schon wieder. Leute, die Prime-Kanone darf nicht fallen. Okay, gib mir 2-3 Runden, um mich in das Spiel reinzufinden. Na, gib mir 2-3 Runden. Oh Mann, ey. Ihr kriegt die Flasche nicht auf, weil meine Finger schwitzen. Flasche leer. So, ich habe hier 80. Ein Siege. Was ist ein Siege? Nie gemacht vorher. Nehmen wir das hier. Ob es das in Mittelerde-Style gibt? Nee. Ich glaube nicht. Das ist ja jetzt auch relativ neu. Also in dem Style habe ich es jetzt so noch nicht gesehen. Das ist halt so Tower Defense-mäßig und wenn man das gut kann, im Gegensatz zu mir, dann ist das auch cool. Ja, aber ich brauche doch keinen Loadout-Screen. Warum zeigt er mir immer wieder diese komischen Tipps an? Okay, weil ich schlecht bin wahrscheinlich. Okay, wer kommt hier? Wer kommt?
Wow, wow, wow. Na komm, geh kaputt. Lass den doch nicht hier durch. Oh. Okay, gut. Für. Mit einem Panzer. Nein, nicht okay, Google. Ich sagte okay, gut. Mann. Okay, wir gewinnen wieder an Boden. Wir gewinnen wieder an Boden. Tag 11. Ich würde sagen, wir werden auf jeden Fall ein bisschen weiter. Skyfall? Nein. Wenn dann eine Invasion. Aber. Ja. Okay, machen wir erstmal das hier. Sind nicht so viele Gegner da. Weil wir müssen auch den Tower ein bisschen ausbauen. Dadurch, dass ich dann natürlich sterbe, dann verliere ich meinen ganzen Kram immer wieder. Das ist auch nicht geil. Das Spiel heißt Tower. Aber. T-A-U-R. Tor. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. T to reload secondary. Ja, warum? Weiß ich doch. Ja, und er erklärt mir die Welt. Und in der Zeit bin ich erschossen hier. Na komm. Schon. So, das war schon mal die erste Lage. Jetzt da hinten. Oh. Die kommen auch mit immer schnelleren Lümmeln. Ich muss halt echt mal wirklich bald anfangen, meinen Turm ein bisschen auszubauen. Aber ich glaube hier, das können wir jetzt gerade noch so hinkriegen. Ob ich heute noch Black Ops spiele? Nee, heute nicht mehr. So, das wird der letzte sein hier. Wasserlümmel erscheinen. So, ist hier noch was am Start? Oh ja, da. Irgendwas fliegt über uns. Wow. Alter. Gerade habe ich doch gesagt, das müssten wir hinkriegen mit den Gegnern von der Menge. Shit, ey. Der kriegt da oben so ein paar dicke Impulse gestoßen und dann. Na komm! Ich hab nur noch 100. Okay, zum Glück schießen die so schlecht. Wer macht hier vorne mein Haus kaputt eigentlich? Uah, okay, doch noch geschafft. Doch noch geschafft. Der Georg ist da. Das Georg. Nicht der, sondern das. So. Wie bei Georg gibt's Rippchen? Wie? Hallo? Warum teilst du nicht? So, Invasion. Massive. Hier ist Massive und Heavy.
Invasion Pinefield. Okay, wir versuchen mal. Na, obwohl. Ich bräuchte eigentlich Lila und Gold, ne? Na, versuchen wir es mal hier. Und deployen erstmal. Moment, habe ich jetzt den Air Raid genommen? Additional health. Ach so, guck mal. Aha. Aircraft Control. Dann nochmal so ein Chimera wäre nicht schlecht, hä? Mehr Aircraft. Hier ist ein Droid Command. Ach, guck mal, ich hab da jetzt so einen Abfangjäger. Geil. Boah! Why, Alter? Warum tut der mir so weh? Mach den kaputt! Mach den kaputt! Oder den und den auch! Stirb! Ja. Wo ist mein Abfangjäger? Ist der schon kaputt? Haben sie den kaputt gemacht? Wow. Egal, diesmal komme ich schon besser klar. Gegen fiese Luftvernichter. Okay, okay. Ah, so. Wieso haben die da hinten wieder... Irgendwo haben die Land gewonnen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall irgendwo da reinlunzen in die Bengel. Skyfall. Boah, aber der... Obwohl geht, ne? Ich würde gerne noch ein bisschen meinen Tower upgraden. Also technisch ein bisschen stärker machen einfach. Weil, wie ihr seht, bildet sich hier schon Droiden. Ja, Droiden. Und hier noch ein bisschen Spectral kann ich nicht. Research required, okay. Hier nochmal so ein Plasma-Ding. Okay, jetzt... Oh, Alter, die kommen ja von überall jetzt auf einmal. Was geht denn hier? Schneller! Weg von meinem Turm! Alter. Komm schon. Come on. Kamen die auf einmal alle her, ey? Haben die mir ein Modul kaputt gemacht, oder?
Ja, stimmt. Die haben mir ein Modul kaputt gemacht. Aber außen ist es doch eigentlich viel besser, diese Droideneinheiten zu nehmen und so Plasmakanonen weiter nach innen zu stellen im Ring, oder? Würde, glaube ich, mehr Sinn ergeben. Ist noch ein Skyfall. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal wieder ein bisschen in den Research. Hier machen wir die mal stärker. Reinforced Hydra Tourettes. Was macht ein Hydra? Okay, das machen wir auch noch ein bisschen stärker. Dann gehen wir hier in den Time Warp. Und mein Punisher, den mache ich jetzt richtig hardcore. Okay, ich würde sagen, wir gehen rein in den Skyfall. Ich glaube, die haben ja echt ein Modul zerstört, die Schweinebäcker. Irgendwie fehlen mir coole Droiden, oder? Kein Geld. Okay. Na, müssen wir so klarkommen. Oh nein. Skyfall ist richtig scheiße, weil du überhaupt nicht weißt, was hier passiert, ey. Von da ist überhaupt kein Schutz. Gehen meine Einheiten davon auch kaputt? Komm schon, komm schon. Komm schon. Die machen mich tot. Alter, warum sind die so stark? Keine Chance. Oh, keine Chance, Leute. Keine Chance. Okay, das möchte ich aber, glaube ich, irgendwann nochmal spielen. Das ist ziemlich ganz geil. Massive Enemy. Invasion kann ich aber hinkriegen. Sind jetzt alle meine Türme kaputt? Ich habe Armor, ja, weiß ich doch. Der da hinten, ey. Mit seiner blöden Rakete aus dem Busch. Und er hier. Wohin schießt denn der? Steht er noch? Lebt er noch? Der lebt noch. Oh, der hat aber gut gesessen. Der hat richtig gut gesessen. Ja, auch schön mitten rein in die Leute, in die Meute. Lasst mal hier meine Klondrohnen in Ruhe.
Guten Abend, High Fire. Ey, was ist hier los? Okay, Tower wird beladen. Jetzt kommen sie von... Ach du Schande. Ah nein. Oh. Meine Sekundärwaffe ist alle. Schieß doch. Los. Oh du... Oh Gott. Boah, zum Glück habe ich da unten noch so ein Flak-Ding. Das haut wenigstens auch noch ein bisschen rein. Oh Gott, oh Gott. Schneller nachladen. Oh Gott, ne. Warum sind die alle so mies? Und warum braucht ihr so lange zum Nachladen? Oh Gott, wir verrecken. Wir verrecken. Puh. Okay, Leute. Ich werde mich intensiver mit diesem Spiel beschäftigen müssen, glaube ich. Google sagt schön. Warum hat Google mir schön gesagt? Habe ich Google vorhin wieder beschimpft? Kann schon mal vorkommen. Leute, was tun jetzt? Was tun? Ich hätte noch ein VR-Spiel. Jetzt aber die Frage. Ja, das Spiel heißt Tower. T-A-U-R. Achso, da steht's schon. Ja, die Mods sind einfach schneller als ich. Kann ich das nicht auch einfach... Ja, es geht leider auch nicht. Mist. Ich könnte VR spielen, aber dann seht ihr keine... Dann fehlen ein paar Overlays. Kann ich das Ding hier kopieren? Filter kopieren? Ich möchte das kopieren. Einfügen. Oh, wah. Ah, Mist, ich habe ein anderes Problem. Seht ihr? Hier hinten stehen ein paar Sachen zu viel. Deswegen kein VR heute. Aber My Summer Car lohnt sich jetzt auch nicht anzufangen. Es lohnt sich jetzt nicht anzufangen. Was soll ich denn da jetzt machen, wenn ich da jetzt einmal anfange, wenn ich jetzt sage, oh, ich fahre jetzt zum Laden, dann ist die halbe Stunde um. Mach mal hier zu. Ich schau mal, ob ich. Okay, warte. Wir probieren was. Einen Augenblick. Ich mach mal eben hier.
Ich muss mal ganz kurz, jetzt könnt ihr gar nichts mehr sehen. So, was habt ihr jetzt davon? So, und jetzt verlieren wir erstmal so viele Zuschauer, dass nur die coolsten Typen hier bleiben. Nee. Weil ich gerade gesehen habe, dass wir vielleicht doch ohne Probleme ein bisschen was Cooles machen könnten. So. Rein damit. Ich muss das hier mal ein bisschen besser reinstecken, sonst geht das nicht. So, dann ziehe ich nämlich hier so ein Kabel. Tapidapido. So. Schmeißen wir den Rotz mal da runter. Na toll. Jetzt habe ich wieder. Ich habe was kaputt gemacht. Augenblick. So, Freunde, da bin ich schon wieder. Was heißt schon wieder? Wo ist mein... Leute, kann mir einer sagen, wo mein tragbares Mikrofon ist? Weiß das jemand von euch? Hat es jemand gesehen? Wer von euch hat es weggenommen? So, warte mal. Geil, die Leute schauen sich einen schwarzen Bildschirm an. Das ist der helle Wahnsinn, Leute. Wollt ihr noch mal kurz, ihr könnt natürlich auch noch mal, nee, Mist. Ich habe diese Werbebildschirme-Dinger nicht mehr. Und ohne die ist das Leben ja nur noch halb so geil. Wenn wir was sehen würden, wäre es geil, oder? Ja, warte. So, jetzt machen wir das mal aus. Das hier wieder an. Hallo? Können Sie mich hören? Ist das da tonmäßig? Ist da tonmäßig jemand da? Test. Okay, Moment, doch, ich höre was. Ich höre mich selbst. Das möchte ich eigentlich nicht. Aber es ist nun mal jetzt so. Wir müssen alle damit leben. So. Software. Ich muss kurz mal in meine Software schauen. Starten. So viel Hype war noch nie. Dann muss ich den Chat hier rüber schieben. Mensch, ihr seid mir welche. Für euch muss ich immer so viel Kram machen. Delete, left controller, backside, load. So. Haben wir das auch? Dann mache ich das hier mal ein bisschen breiter. So. Dann ziehe ich das hier rüber. So. Ne, geht nicht. Dann so und so. World. Hotkey Settings. Welcher ist Monitor 1 und welcher ist Monitor 2? Das ist Monitor 2. Okay. Schon mal was. Jetzt könnt ihr schon mal was sehen, oder? Wenn ihr richtig hart seid, könnt ihr jetzt was sehen. Was? Mike weg? Das Spiel heißt, wo ist die Sonne? Da muss ich die Funke mal eben hier hinstellen.
So, eigentlich müsste es Geräusche geben, oder? Ihr hört mich reden, oder? Oder habe ich so viel Delay jetzt? Wie viel Delay habe ich denn? Bin ich hier? Bin ich zu hören? Könnt ihr mich hören eigentlich? Ja, oder? Okay. Aurora Borealis. Oh, wasch dir das gefälligst ab. So, mal gucken. Weil jetzt weiß ich nämlich immer noch nicht, ob wir überhaupt gleich Ton haben werden. Das ist immer ein bisschen schwierig. So, wieso bin ich hier? Wieso bin ich in diesem merkwürdigen Menü? Ich möchte zur Startseite. Okay, ich habe auf jeden Fall einen vollen Akku. Kann aber immer noch nicht sehen. Ist mein Raum noch gut vermessen? Ja, so halbwegs, hä? Warum ist es also schwammig? Warum ist es so schwammig? Sei nicht schwammig! Gefällt mir so noch nicht. Gefällt mir so noch nicht. Ein wenig leise, immer noch. Ich habe schon voll hochgedreht. Soll ich noch ein bisschen weiter aufdrehen? Hallo, hallo, hallo. Test, Test. Jetzt besser. Jetzt lauter. Okay, was ich mich jetzt immer noch frage ist, ich muss mal ganz kurz was austesten. Ah, okay, ich glaube, muss ich es nochmal umdrehen oder geht das jetzt so? Uiuiui, hier muss man sich auch noch bewegen. Ganz lauter Kreis, hör auf, mir wird schlecht. Kreis ist unsichtbar, hä? Okay, das kann ich aber jetzt lesen. Das ist schon mal gut. So, jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie laut das hier ist. Aber das sehe ich gleich, wenn ihr alle schreit. Bisschen laut, oder? So ist geil, ne? Stellt euch mal nicht so an. Ihr seid doch noch alle jung und knackig. So, jetzt schraube ich mir das Ding mal hier auf den Schädel fest, damit wir auch nicht... okay. So. So ist eigentlich geil, ne? So kann ich einen Chat lesen. Ah, was? Oh, geil. Okay, cool.
Ja, Einzelspieler, ich habe keine Freunde. Vor allen Dingen nicht im Virtual Reality, weil Kiescha sagt, nach 20 Minuten wird mir schlecht, ich habe eine Vagina und da ist ganz viel Sand drin. Sind meine Chat-Overlays eigentlich, Stream-Overlays noch da? Oh, Richard Berge geht schlafen. Gute Nacht. Ja, wir warten dann mal, ne? Ich stehe jetzt hier im Nexus. Mal gucken. Na, was denn? Was war das jetzt? Fehlermeldung. Na nee, ich will keine Fehlermeldung. Ich habe mir gerade die Brille aufgesetzt. Warum wird es immer dunkel und wieder hell und wieder dunkel und wieder hell? Was genau passiert hier? Ach so. So, jetzt geht's aber, oder? Bin jetzt immer noch laut. So, jetzt reicht's aber, oder? So. Wie teleportiere ich? Mit dem Daumen drücken. Greifen und werfen ist da. Halten zum Greifen. Toggle-Greifer, okay. Pull-Trigger in der Nähe eines Münzschlitz. Geil. Jetzt müsste es alles gehen, oder? So, also wir können uns teleportieren. Kann ich auch... Was? Snap-Schalten? Was ist Snap-Schalten? Ach so, dann kann ich hier... Ach so, warte mal. Dann kann ich mich theoretisch auch so hinstellen und das als... als geradeaus einstellen, sozusagen, ne? Aber so fühle ich mich nicht wohl. Da habe ich Angst, gegen die Wand zu schlagen. So, können wir uns erstmal was zu trinken holen? Rein damit! 9 Pence. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So. Oh, ey, da sind ja 2 Dosen drin. Oh, erstmal eine Limo. Oh, Mutti. Oh, hat mir richtig viel Geld für meine Limos gegeben. Hm. Sehr gut. Sehr gute Limo. Hm, wo gehen wir denn mal hin, Leute, als erstes? Was gibt's denn hier für coole Sachen? Jetzt gehe ich erstmal hier. Guck mal, da ist doch so eine Maschine. Da will ich doch erstmal dran spielen. Oder? Klingt doch eigentlich ganz gut. So, ein Coin oder was? Ah, okay. Pass mal auf, Claw Machine. Nee, nee, so. Wie lange habe ich Zeit? Wieso bewegen die sich auf einmal? Oh, das ist so eine Schummelmaschine. Das sehe ich doch jetzt schon, Leute. Na komm! Ach so. Nochmal ein Coin rein. Ich will den Kraken. Wir holen uns den Kraken, Leute. Na komm. Ey, das ist viel zu schwammig eingestellt. Jetzt. Oh, ey, wenn der jetzt nicht drin ist, der ist doch... Der ist... Ey! Oh, das ist ein Glitch-Automat. Wo kann ich mich hier beschweren? Wo kann ich mich beschweren? Okay, noch ein Versuch. Das ist, weil die anderen hier so einen Krach machen in der Hütte. Oh, der ging voll daneben. Ey, das ist richtig Schummelei alles. Namen Daniel. Okay, noch ein Coin. Wie viel Geld habe ich eigentlich? Habe ich unendlich Geld? Hat die Mutti mir ganz viel, so viel Geld mitgegeben? So, jetzt aber. Los, der Kraken gehört mir.
Ey, als ob. Als ob! Das ist so ein Fake-Apparat. Ich will nochmal spielen. Jetzt hole ich mir das da. So, ohne Gnade. Einfach so. Guck dir das an. Ja, also, wenn das nicht mal ein Drache ist. Ja, habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen? Ich habe keine Freunde, die sehen. Aua. Oh, ich kann das leider nicht da rausholen, weil hier steht was im Weg. Hm, das ist jetzt blöd. Moment, ich muss mich kurz drehen. So. Ey, wo ist mein... Es ist weg! Jemand hat meinen Gewinn gestohlen! Gefahr, was? Der Name Paperface. Schummelbude. Kami hat vollkommen recht. Das ist ja mega die Schummelbude. Gefällt mir nicht. Das ist noch so ein Automat. Nee. Oh, guck mal, das ist so ein Puck-Automat. Wo kannst du meine Coins fressen? So, ich habe einen Coin und jetzt? Ich drück mal. Oh. Ja, direkt mal zwei. Und wie oft kann ich drücken? Einmal pro Münze nur, oder was? So, drei Münzen rein. Jetzt aber. Nochmal. Der 20er. Oh! Oh, er räumt ab. Oh. Kann ich nochmal drücken? Oh, Leute. 30 Münzen habe ich jetzt. Haha, reich. Ich bin reich. Kies hat meinen Gewinn geklaut, ja, weil er es alleine nicht hinkriegt. So. Okay, gibt's was Bestimmtes, was ihr sehen wollt, Leute? Wollt ihr irgendwie hier den Ostrich Rush sehen? Oder ihr wollt eh alles sehen, wenn ich euch jetzt frage? Dum, Hauptsache... Dum. Hey, 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 wer haut denn da was raus? 2 Euro, und zwar... Xandos LP haut 2 Euro raus im Superchat. Xandos, Alter. Vielen, vielen Dank. Danke für die Unterstützung. Richtig nice. Komm, wir gehen mal hier zum Hoppy Loopy, oder was? Oder? Oder gehen wir da irgendwo hin? Was ist das hier für ein Spiel? So. Hier, nimm mal einen Coin. Jetzt habe ich nur noch 29. Ach so, und dann, das da... Ach du Kacke. Hoppa! Oh. Oh. Nicht einen Ring. Ja, wie soll ich das denn sonst werfen? So? Flippen? Komm, hier die Flip-Technik. Do the flip. Oh, Mist. Aber ist eigentlich gut. So kann er sich von oben drauf rollen. Ich treffe nichts. Ich habe nur noch 1 Minute Zeit. Doppelwurf. Oh. Oh Gott. Ich krieg Ärger von Mama, wenn ich das Geld nicht wieder mit nach Hause bringe. Dafür sollte ich Medikamente kaufen. Ihre Gicht-Tabletten. Oh, nein. Okay, so läuft das nicht. So funktioniert das nicht. Ich wollte reich werden. Ich wollte reich werden. Ich hatte den großen Traum. Oh. Ja, der zählte doch. Der war doch schon eingeloggt. Der hat geleuchtet. Ich hab's gesehen. Oh Gott. Das ist der Hard Mode von diesen komischen... Kennt ihr diese Fisch-Aquarien-Spielzeuge, wo man so draufdrücken muss und dann fallen von oben so Ringe runter? Ja, das nur in... Nicht im Wasser und nicht von oben nach unten. Und eigentlich ganz anders. Aber ich treff nicht. Jetzt hier, dritter Ring. Schummelwurf. Oh Mann. Pippi Smalls hat 396 Punkte gemacht. Enter Name. Das ist mein Arcade-Name, Freunde. War wohl nicht so geil, hä? Reich warst du schon vorher. Ich wäre ja für Blackjack. Oh nein, Keith, warum bist du nur kurz dabei? Wie, du musst schlafen gehen? Morgen OP? Ja, vor einer OP schläft man doch nicht. Es könnte das letzte Mal sein.
Mach's gut, viel Glück. Lass dich nicht ärgern. So, da, was ist das da? Raum 3? Was ist denn in Raum 3 noch? Ich würde sagen, wir stellen uns mal hier hin. Der Music Miner! Was muss ich machen? Combo? Okay, was? Ach so! Das hört ihr gar nicht, oder? Hört man das? Warum ist das so leise? Ich höre es auch nur ganz leise hier bei mir. Also ich weiß nicht, wie laut es bei euch ist. Manu! Krieg ich dafür Geld, oder? Wie lange geht denn das? So. Mach mal lauter. Ich mache jetzt nicht mehr lauter. Gerade bevor ich mich hingesetzt habe, haben alle gesagt, das ist zu laut. Hier fliegen Tickets. Hä? Wieso fliegen die hier rum? Waren das alle? Warum fliegen meine Tickets hier durch die Gegend? Das ist ja frech. Okay. Ich würde sagen, wir gehen mal weiter. Was gibt's denn hier? Ein Froschspiel. Ich hoffe, das hat nichts mit Musik zu tun. Tree Frog Frenzy. Ah, okay. Mit Knüppel auf den Frosch schlagen. Was heißt denn, warum die beiden Frösche ja und den Frosch nein? Warte mal. Okay. Wo ist der Geldschlitz da? Ich schmeiß mal einen Coin. Meieiei. Pink, ja? Okay, pink ist erlaubt. Blau ist erlaubt. Und grün. Okay, und pink ist erlaubt. Oh, da ist noch einer. Pink. Und grün. Und, oh Gott, was ist hier los? Blau. Blau. Pink auf jeden Fall und blau auch und grün, alle. Und grün. Kann ich auch meine Hände benutzen? Alles. Pink und blau. Und blau.
Oder sehen? Kann mich jemand hören oder sehen? Ui, meine Haare sind ganz wild. Klär uns auf. Ich weiß nicht, was da los ist. Angeblich streame ich. YouTube sagt, ich bin live. YouTube sagt, ich bin live, aber ich bin nicht mehr live. Keiner kann mich sehen. Ich rede gerade mit mir selbst. Das ist, naja. Alle Livestreams sind gerade down. Ja, geil. Okay, Leute, falls das hier irgendwann noch jemand sehen sollte, macht's gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Danke für die Donations. Ihr seid ein geiles Team. Vielen, vielen Dank für die ganze Unterstützung. Ja, keine Ahnung. Ich hoffe, dass es morgen besser wird. Ja. Keine Ahnung, was da los ist. Tut mir sehr, sehr leid, dass das hier ausfallen musste. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Vielen Dank für den ganzen Support an alle Menschen, die jetzt noch da sind. Geiler Scheiß. Und ja, bis zum nächsten Mal reingehauen. Auf Wiedersehen und ciao.